Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, der wird jetzt demnächst mal fertig werden. 62. Ja, wird gespeichert, bla bla, Dankeschön. 5% noch. Er sollte diese Folge fertig werden. So, was haben wir denn noch? Denke mal, der könnte auch fertig werden. Das ist jetzt auch nicht mehr allzu viel hier auf der 15. Ja, der wird jetzt definitiv gleich fertig. Gucken wir mal auf der 16. 16, wie viel Prozent? 3%. Ja, der wird gleich losfahren, sich, ja, demnächst, nicht jetzt gleich, aber demnächst sich neues Saatgut holen. Der ist ja verrückt, der hat gleich die Hälfte, also von den Feldreihen zumindest auch schon fertig. Da wollte ich auch hin, für 12. Den können wir ja jetzt einsetzen mal hier. So. Und zwar Feldarbeit. Du darfst Autodrive zum Befüllen benutzen. Bist auf Feld 12. Machst zwei Bahnen rundherum, fängst auf den Feldreihen an, machst scharfe Kurven, überspringst eine Reihe. Los geht's. Achso, auf 12. Jo. Am ersten Wegpunkt anfangen, los geht's. Ja, der geht ins Nachgewinne, der wird jetzt auch fertig, die Folge. Da können wir gleich eine neue Dünge Mission annehmen, der auch. Wäre bald mal über eine BGA nachzudenken, so wie das hier aussieht. Der braucht ja doch gar nicht mehr so viel auf der 62. Immer noch 3%. Eieieiei. Ja gut, der hat viel gelassen an den Wänden. Muss die eine Bahn. Der muss wahrscheinlich einmal bis fast fertig die Kante jetzt machen. Ja, hat sich noch nicht viel geändert.
glaube, die Düngefahrzeuge werden zuerst fertig. Ah, oder er hier könnte auch jetzt fertig werden. Auf der 16 ist der, ne? Da, ja. Er hat noch 1%. Und damit ist er fertig. Tschüss. Wir gucken mal noch. Hier war doch noch zwei Missionen mit Einsehen drin. Sonnenblumen auf der 63. Ew. Oh, da muss ich selber hinfahren. Feld 45. Der fetten Maschine. Ja gut, klar, aber da die fahre ich per Hand dahin. Die nehmen wir mal auch an. Eventuell habe ich vergessen, die Fahrzeuge auszuleihen. Ist ärgerlich. Ja, komm. Mit etwas Glück kommt die ja wieder rein. Machen wir zuerst die 63. Ja, für 45 fehlgeschlagen, schon klar. So. Erstmal hier umstellen. Der sollte wohin? Auf die 63. Und Saatgut holen. Und 62 und 2 ist fertig, okay. Und 3 auch. So. Jetzt ist die Frage, wo lassen wir ihn als nächstes hinfahren? Ah, ihr Feld 15 jetzt auch fertig. Jetzt geht das aber hier zack, zack, zack. Du fährst mal zu 37. So. Und du fährst zur 50.
Die hatten wir ja erst eingesät. Aber schön, dass da gleich Dünger drüber kommt. Ja, und gib ihn 50. Ja, er ist gleich auf der Rücktour. Oder ist jetzt schon auf der Rücktour, macht jetzt gerade die Lücken voll hier. Na, ob der 58 Minuten brauchen wird, weiß ich nicht. Na, mal schauen. Allzu viele Fahrzeuge sind auch gerade gar nicht unterwegs, ne? Immer Düngen haben wir noch und transportieren. Hafenklärwerk, okay. Hier sieht man die Lücken gar nicht dazwischen in den Kartoffeln. Bauen wir den Hof oder bauen wir die Brücke? Machen wir zuerst Hof oder machen wir zuerst Brücke? Wir werden ja auch jede Menge Silagebällchen noch kriegen, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich auch einen Ballenschredder. Uiuiuiui. Sollte der doch oder nicht? Ach nee, der war. Wo war der hin unterwegs? Das 37. Nein. 12? 63. Ah, da. Der ist jetzt aber gleich da. Können wir schon mal rausnehmen. So, einmal Kursgenerierung auf Feld 37. Lassen wir alles so. Am ersten Wegpunkt anfangen ist auch richtig. Der fährt gleich nachtanken. Oh, der fährt jetzt gleich nachtanken. Wollen ein paar Kartoffeln gehen.
Ja, geht gut voran hier. Oh, der ist gleich an der 63. Was sollte da gesät werden? Sonnenblumen. Ja, komm, die paar Meter fahre ich allein. Ach nee, lassen wir mal lieber so. Bei Feld 50 ist der angekommen. Dann setzen wir den noch ein. So, einmal Kursgenerierung. Feld 50. Es bleibt so. Am ersten Anfang, danke. Oh ja, der braucht ja auch eine Weile. Aber Dünger sollte reichen. Nun gut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht habt, gerne auch ein Abo dalassen. Wenn ihr abonniert, auch die Glocke nicht vergessen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.